Bitte, 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 Chad, sag mir, dass dieser Mann heute rasieren wird, Bro. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir heute spielen werden, wir haben noch nichts ausgemacht, aber Bruder, bitte lass uns hoffen, dass Zabi heute auf der vollsten Höhe ist. Ich brauch den heute, der muss das heute holen. Okay, ich schreibe ihm einfach mal, auch träg ich in seinen Chat rein. 19 Minuten, so, dann kann ich auch mal in den Discord rein. So, ah, lass okay. Mich mal umschauen. Easy. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen bin, ich bin bei Privat 1 drin. Ich weiß gar nicht, in welchem Discord die sind. Bin bei dir. Wo ist denn Sydney? Hallo? Yo, was geht, Bruder? Was geht? Ich wusste nicht, wo in welchem Discord wir uns treffen. Ich dachte, ich komme einfach mal hierher. Ja, sehr gut. Die haben noch die meisten Rechte, glaube ich. Easy, easy. Was geht, Mann? Wie geht's hier? Boah, stressig. Stressig, stressig. Verkehr in Berlin, absolut kacke. Ja, so, das check ich. Moin, Chef. Moin, Daddy P. Oh, bitte mit Daddy P. Daddy P ist krass, Bro. Der nennt dich auch privat so übrigens. Ich schreibe ihn so, ne? Und der schreibt so Sydney, der sagt mit Daddy P. Also er sagt es nicht nur im Stream. Der meint es auch offstream. Aber Daddy P finde ich besser als irgendwie hat mich nur. Nee, wait, das war doch auch Sid, oder? Pief. Ja, ihr sagt doch auch nur P. Nur von Willi. Ja, stimmt, Willi ist das. Nur P finde ich verrückt. Heißt ja, Papa ist übersetzt Daddy. Daddy P finde ich, ist fresh. Das hört sich cool an. Ja, doch, nehme ich. Gab schon schlimmere Spitznamen. Ah, das ist krass. Ja, aber so. Was stresst dich mit Verkehr, meinst du? Ja, Mann, ey, das ist bei dir doch in Köln auch so, oder? So geht. Kannst du das Auto stehen lassen? Ja, ja, schon, aber Köln ist halt 10-mal kleiner, ne? Also du brauchst halt, wenn du wirklich von deinem einen Ende zum anderen Ende in der Stadt fährst und du hast guten Verkehr, brauchst du halt 20 Minuten. In Berlin brauchst du da ja schon irgendwie eine Stunde oder so, wenn überhaupt. Ja, Mann. Das ist wirklich schade. Also das fickt halt überall rein. Ich glaube, die verfettete Drecksau muss nur noch hierher kommen. Dann haben ja, der Wichser ist mittlerweile ein bisschen abgehoben seit 20.000 Subs. Ja. Der soll in den scheiß Discord kommen. Bastard, komm, Discord. Schön, sehr schön. Von Eli. Ey, ich hoffe, ich habe alles runtergeladen, ne? Das meiste sind nur Browser. Ja, wir haben, wollte ich gerade sagen, und also wir haben entweder Browser-Games oder Sachen, die nicht groß sind, also ist easy. Ich glaube, das Schwierigste wird wahrscheinlich gleich Minecraft zu installieren. Eli meinte, dass ihr da ein bisschen... Ja, Eli meinte, dass ihr da ein bisschen Probleme habt bei... Keine Ahnung. Ja, also Minecraft, weil Sydney und ich sind in Minecraft überhaupt nicht fit, aber wir müssen ja eigentlich nur eine IP-Adresse haben noch eingeben. Noch, oder? Ja, ja, ich weiß nicht, ob du es noch hast. Ja, ja. Also, ja. Irgendwas. Ja, ist easy. Ihr braucht einfach nur die richtige Version, um es dann halt bei einfach. Bei mir rennt hier so ein Gürteltier lang. Achso. Ja, das ist dann richtig, das ist dann richtig. Ja, aber sonst, also eigentlich ist es nur bei uns Minecraft, was ein bisschen technisch schwierig ist. Ja, aber easy. sonst sind wir fit. Easy, wir werden hier auch voll, also ja, von meinem Arsch, Chat. Und mein Arsch hat noch nie Dings gespielt, CSGO. Ja, das ist ein bisschen wie Valo vom Aim her. Ja, auch erst 3-4 Mal gespielt. Ist schon sehr ähnlich. Wir können ansonsten, wir können ansonsten auch noch irgendwas upswitchen, wenn ihr wollt. Also wir haben auch noch mal ein paar Sachen rausgeschmissen. Cindy, du meintest, du hast keine Switch, ne? Nee. Also ich habe eine Switch, aber ich habe falsches Ladekabel. Ich habe gerade so geschwitzt, meine Switch wieder anzubauen wegen Mario Kart. Ey, ich bin völlig durchtrieben, ich stink nach Scheiße. Ich bin unter diesen Tisch gekrochen, es ging nicht. Ich hatte Blackscreen, die Uhr tickt, tick, tick, tick. Bruder, ich bin gefickt und jetzt sagt ihr, ich brauche sie nicht. Wir spielen das nicht. Ey. Okay. Hey, schön, dass du hier bist. Hey, das League of Legends. Oh mein Gott. Oh. Mir geht's so schlecht, echt. Ja? Aber wisst ihr was, ich sag euch ehrlich, ich bin richtig motiviert. Ich habe so Bock, euch beide zu stompen. Ich werde schwitzen, verstehst du? Wenn es sein muss, nehme ich mein ADHS-Medikament. Holy shit. Holy shit. Ey, Zabi, ich wollte dich heute auf 100%. Der Mann ist Kevin, du kriegst mich heute auf 105%, verstehst du? Geil. Und das auch Radabell. Das war nicht so gut, ne? Nee. Ey, aber CSGO ist ja gut, Sydney. Also ich sag dir ehrlich, das... Und er sagt, er ist dumm wie Brot, das stimmt gar nicht. Der weiß ein paar Sachen. Wir haben ja diese allgemeine Spiele schon öfter gespielt. Der hat Ahnung. Gewonnen. Elias, ja. Ja, der was einzige ist Schaden, den Schradin gestern bei CSGO gemacht hat, war in meinem Rücken. Ich weiß, was du sagst. Der eine HP-Schaden, den er in dieser Runde gemacht hat, war in meinem Rücken drin. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Und er saß neben mir und er hat verschwitzt gelacht. Er hat es absichtlich gemacht. Und dabei seine Instagram-Follower gezählt. Ja. Okay, kommen wir zum Eingemachten. Um was geht denn der ganze Spaß hier? Oh. Ey, ja, bitte. Nein, ich hab 500 Euro verloren gestern. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Maul, du hast ja 40.000 Subs. Ich kann nicht mehr. Ey, wenn mir noch einer schreibt oder sagt, stell dich nicht so an, du verdienst genug. 500 Euro sind 500 Euro, das fickt mein Kopf. Ja, vielleicht mal beim Ford-Muster eventuell doch nicht die kompletten Ledersitze nehmen. Der abgefickte Mustang ist nicht immer ein Argument, verfickte Scheiße. Doch, das ist ein Argument. Der muss auch getankt werden. Das wären 5 Tankfüllungen. So groß, oder? Zabi, du musst ja auch... doch nie das Haus. Zabi, mir gefällt dein Mindset auch nicht, Bro. Als ob wir das ja auch verlieren, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, du hast recht. Okay, lass uns 1.500 Euro machen. Du musst dir vorstellen, du kannst ja auch das Geld wieder reinholen. Ja, du kannst ja die 500 Euro, die so viel sind, du wärst wieder break-even.
Du hast recht. Oh. Du hast recht. Außerdem, mir ist aufgefallen, Zabex redet sich immer so schlecht, ja? Und ist aber gar nicht so schlecht. Du bist wie der Typ in der Schule, der sagt, oh, ich habe eine 4 geschrieben und schreibt dann am Ende eine 2. Du Arschloch. In der Schule habe ich aber wirklich nur 4 geschrieben. Geistkrank. Ja. Er sagt, er ist dumm wie Brot. Du weißt jeden Scheiß gefühlt in diesen ganzen Allgemeinwissen-Sachen. Und in CSGO bist du auch gut. Und Codenaps hast du jetzt auch schon 1000 Mal mit uns gespielt. Du weißt nicht, wie ich schwitzen muss. Als wir da diese stille Post oder wie das heißt, ich packe meinen Koffer gespielt haben, ich habe mich so angestrengt, ich musste fast brechen danach, weil ich meinen ganzen Fokus darauf gelegt habe. Mir war schwindelig, Bruder, weil ich so überlegt habe die ganze Zeit. Das, finde ich, hat sehr viel über deinen Charakter ausgesagt, dass du als erstes in deinen Koffer einen Buttplug reinhaust, als zweites eine Latex, ja, eine Silikonstrapse, als drittes ein Doppeldildo. Und dann kommt als viertes einfach ein Ziegelstein. Da hat man gemerkt, da warst du nicht mehr selbst. Ja, aber das war die Strategie, weil ich habe nur versauten Scheiß da reingepackt, wo alle gesagt haben, boah, was ist das für einer, so einer auf den. Und dann kam der Zwerghamster und der Ziegelstein. Und das hat Rohrt gebrochen und deswegen habe ich gemacht. Bruder, du hast bei ich packe meinen Koffer einen Zwerghamster reingepackt. Ja. Das finde ich, noch krasser als den Doppeldildo, Dog. What the fuck? Oben. Also, um was spielen wir? Spielen wir um Subs oder? Ja, komm, wir machen um 100 Subs. Also, wenn quasi wir gewinnen, dann muss Edi mir 100 Subs geben und Sid Sabi. Und wenn ihr gewinnt, dann gebe ich Edi 100 Subs und Zabex Sydney oder irgendwie so. Lass vielleicht 50 Subs machen. Lass Real Talk 50, 500. Jeder 50. Das ist doch okay. Ja, finde ich auch okay. Bin ich auch dran. 100. Okay, nein, 50 ist okay. Hey, 50 Real Talk reicht. Süß, ey, Digga. Komm, 50 ist doch fair. Das tut weh und das aber nein, auch nicht. Also 100 Minimum. Oder, ihr habt alle Firmen, ihr seid alle Multimillionäre. Was wollt ihr mir hier erzählen? Ich fange doch gerade erst an, lass mich doch erstmal ein bisschen sparen. Ist das krass. Bruder, was für ein bisschen sparen? Du hast dir legit im ersten Monat, wo es krass läuft, direkt ein neues Auto bestellt, Dog. Wie mache ich das Overlay? Das ist krass. Einfach Browser-Source. Einfach 1920.080 und dann rein. Ey, wie sind hier? Warum sind wir hier so starker Underdog? Mein ganzer Chat sagt, dass ihr uns wegknallt, Sidney. Nee, Real Talk glaube ich nicht. Glaube ich ernst nicht. Oh ja. Glaube ich ernst nicht. Ich geh nochmal schnell auf Klo. Wie gut, Chat, wie gut ist Kevin in CSGO? Zabex ist, glaube ich, also ja, Zabex ist besser als Sid und ich in CSGO. Kevin kann was, Real Talk. Wir geben unser Bestes. Ich sage, es ist sehr ausgeglichen, ohne Scheiß. Ja. Ich finde, wir sollten noch League of Legends mit reinnehmen. Na, und dann FIFA reinkloppen noch, oder? Ich wollte voll gerne Elden Ring, auch kennen wir heute auch Elden Ring, aber du stinkst nach Scheiße, Sid, ne? Dass du das Spiel noch nicht gespielt hast, ne? Schäm dich. Ich hab's mir runtergeladen sogar. Ich hab das. Morgen. Die denken, Kevin plant irgendwas? Was? Digga, ich werde mal nur pissen kurz. Alright, seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Jo. Alright, let's go. Wir rollen das erste Game aus. Mann, jetzt nicht irgendeine Scheiße, bitte. Jetzt nicht irgendeine Scheiße. Welches Spiel? Ist doch nicht. Es rollt noch. Also, bitte so ein. Okay, wir spielen als allererstes Game Stadt, Land, Fluss. Oh, sehr gut. Boah. Ich weiß nicht. Okay, ich geh auch nochmal kurz pissen. Das hat Edi vorgeschlagen, das hatten die Jungs von mir auch vorgeschlagen. Ich meinte so, Bro, lass das nicht machen, ich glaube, das ist Arsch. Und dann hat Edi das wieder vorgeschlagen, also ich hoffe, es wird geil. Stadtlaufflug ist wirklich lustig. Ja. Also, kommt auf die Kategorien an, aber man kann das schon cool machen eigentlich. Du meinst, du hast da eine Website für, oder wie machen wir? Ja, warte, ich schick. Was soll das eigentlich mit dem Videotitel auf dem Domo-Kanal? Warte, was haben wir da gemacht? Ich fahre Porsche seinen Dave-Probe. Ist das gewollt, Wilbo? Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, Bro. Ich weiß nicht, ob der mit Absicht ist. Ja, okay, gut. Stark. Ich fahre Porsche seinen Dave-Probe. Ist crazy. Digga. Pornotitel. Lorenz. Ja, mit Zabex Pornotitel müssen wir machen. Alleine wegen Zabex. Ist er so? Oder er ist so ein richtig verschmierter. Ja. So ein ekliger. Lustmolch. Ja. Könnte er also mitspinnen in einem? Dann hundertprozentig. Hundertprozentig. Boah, ich könnte mir auch vorstellen, dass Zabi irgendwann mal in seinem Leben in einem Porno. Gestern, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich mir eine Stunde lang den Podcast da von Zabex angehört. Da ging es eine halbe Stunde darum, wann die zuerst gewichst haben, wann Wichser aus seinem Schwanz kamen, wann die zum allerersten Mal. Also da ging es nur um Wichse. Aber ist auch interessant. Hast du 5 Sterne bewertet? Aber wann war das? Ja. Gestern. Wann das erste Mal Wichse aus deinem Schwanz kam, Zabex, meinte ich. Das war im Stehen bei ihm. Guck mal, ich bin aufmerksamer Zuschauer, Zabex. Im Stehen hast du auf deinen Teppich gewichst und du hast... Von meiner Mutter der Teppich. Von deiner Mutter der Teppich. Und dann hast du es versucht wegzumachen, hat aber nicht geklappt und dann hat es so angefangen zu krümeln und wusstest nicht, was du machen sollst. Warst du voll schockiert. Ja. Bro, what the fuck? Dann kommt einfach so eine Gummipartikel so auf einmal. Oh nein, wir haben nichts. Wenn man es wegmachen will. Wichst ja auch im Stehen. Ey, Eli, kannst du ganz kurz die Lobby nochmal neu aufmachen? Ich kann irgendwie nicht joinen. Wichst du im Stehen, Sid? Ja, ist jetzt stehen das Komische daran? Ja, viel komischer, du bist so eine Legende. Endlich mal jemand. Alle halten mich für verrückt. Alle halten mich für krank. Nein, ganz normal. Ich finde, das ist ab und zu cool, aber so immer ist doch voll stressig. Ihr wichst euch auf den Bauch.
Ja, ohne Scheiß. Gar keinen Sinn. Ja, aber so, ich gehe halt duschen. Ja, Bruder, ich gehe danach duschen halt, hä? Ja, aber das ist doch voll anstrengend, weil ich kann wichsen, ohne zu duschen danach. Ja. Ich putze mir schön den Schwanz sauber und dann Abfahrt. Aber wo wichst du dann hin? Wo wichst du dann hin, hä? In Klopapier rein oder ins Waschbecken. Ja, aber das kannst gemacht. Du doch auch machen, wenn du liegst, du Vollidiot. Sidney wichst dich mit Olivenöl und VR-Brille ein. Er wichst dich mit VR und Olivenbild. Nein, entweder oder. Es gibt verschiedene Szenarien. Nein, wenn es dir richtig gut geht, dann machst du das auch. Ey, aber Sid, du hast doch dann bei VR, hast du so, du musst so ein Abo abschließen, oder? Ja. Hast du da so eine Empfehlung? Ja. Das ist krank. Was? Okay, noch ein? Okay, warte, du hast. Boah, VR ist krass. Also, ich kenne zwei, aber schreib mal später bei WhatsApp, welches du da hast. Aber das lohnt sich. Alter, ist das geil. Also, ich mach's. Ich hab schon, das letzte Mal war vor einem Jahr oder so. Ja, bei mir ist auch ein bisschen länger her. Ich find's auch stressig, das immer aufzubauen. Ach, du machst das auch? Ich hab das auf jeden Fall mal getried, ja, aber ich fand das so mit. Weil ich finde den Prozess todesstressig. Und ich glaube, ich hab eine nicht so geile VR-Brille dafür. Okay, welche hast du? Ich hab so eine. Oh fuck, ich hab den einfach vergessen. Zwei. Ich hab auf jeden Fall nicht so eine Meta-Quest, aber ich hab überlegt, die zu holen. Okay. Also, weg vom Thema Wichsen und wieder rüber zum Olympiaden. Okay, Garden. Ich könnte da stundenlang drüber philosophieren. Alex, ich würde es wirklich gut finden, wenn du nicht gerade den zweiten Wagen direkt wieder konfigurierst, sondern hier in den verfickten Discord kommst. Ich stell mich dahin, als wäre ich der größte Idiot. Ich habe das alles vorher abgeklärt, ja? Es ist alles Land, geklärt, Film, Steuern, alles safe. Erste und einzige Anschaffung. Alright, ich bin ganz kurz auf Klochat. Drehst über Wichsen. Ja. Wichst im Stehen. Gut. Hey, das finde ich wirklich geil, dass du mich da fühlst. Ich wurde bis jetzt immer nur gehandelt. Ich check gar nicht, dass die Mehrheit im Liegen wichst. Ich check das nicht. Ich finde es zwar komisch. Ja, oh Arsch. Finde ich super Arsch. Chat sagt, versucht euch sonst nochmal im Store neu anzumelden. Diesen Microsoft Store. Ich bin jetzt angemeldet. Ich bin eingemeldet bei Microsoft. Ich habe mich jetzt angemeldet. Und jetzt? Okay. Minecraft starten. Games. Bruder, ich halt so fett sterben. Ich mach im Knien? Nee. Nee. Ey, ich hab einen neuen Bug rausgefunden. Also einen neuen Wix-Bug. Aber, ja, okay, ich erzähl's einfach. Also, ihr macht die Badewanne halb voll, sodass eure Eier im warmen Wasser sind. So habe ich gestern gemacht. Und boah, dann Laptop rechts ranstellen und ja, dann mach ich auch im Liegen. Aber da muss ich sagen, ich finde Badewanne echt räudig. Ich auch eigentlich, oder dachte ich. Aber ich hab einen neuen Bug entdeckt. Oder die wildeste Story, ist ein Kollege von mir, der hat mir erzählt, wie er wächst. Das ist also das wirklich das Krankste, was ich je gehört habe. Ich habe einen, der macht so zwei Bettmatratzen nebeneinander und fickt die dann. Nein. Und ich habe einen, pass auf. Oder einer legt sich auf die Seite, wieder so stabile Seitenlage. Ach, ich habe das Gespräch jetzt mal nicht initiiert, ich gehe bloß drauf ein. Stabile Seitenlage, dann legt er sich aus Klopapier so eine Landebahn und wickst dann das auch versucht, öfter die zu treffen. Ja, das war wie so crazy. Warum ist ein Klassiker? Aber wie eine Landebahn. Wieso liegt er seitlich? Ja, die Landebahn ist gut, die ist schlau. Ey, Jungs, ich muss ein Abo abschließen, was wollen die von mir? Ich hab das vor einer Woche noch gespielt. Aber ich hab's doch letztens erst noch gespielt, ich verstehe das nicht. Wegen Laptop seitlich. Check ich nicht. Einer sagt, Eiersack langziehen beim Unanieren soll geil sein. Habe ich bis jetzt aber noch nicht probiert. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass Leute das machen, aber das finde ich auch crazy. Was? Das ist echt crazy. Glaub mir, also Badewanne und nur eure Eier sind im warmen Wasser. Ach, Mann, das feuert ganz anders. Das habe ich gestern rausgefunden. Das feuert ganz anders. Boah, der Badewanne wichsen ist todesstressig. Nein! Ja. Weil du machst halt immer so Wellen, Junge, als wärst du so im Wellen, weiß ich, in so einem Wellenbad, Bro. Nee, du musst so machen, das Wasser nur so voll, dass nur deine Eier im Wasser sind. Jungs, ich hab mich angemeldet, es geht nicht. Nach oben, nur die Zahlen. Jugendwort hast du gewotet? Ja, warte, hier, komm. Was ist? Für welches Jugendwort hast du gewotet? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich hab eins, was ich ganz gut fand. Warte mal, was war das? Perfekt, für Schere hab ich gewonnen. Ja, einzig valide Entscheidung da. Ich finde, das ist das, was man wirklich halt sagt. Also es gab mehr Sachen, die man noch sagt, aber das war das, was ich am besten finde. So von den Sachen. Auf der Whitelist? Nee, glaub nicht. Wie ist dein Name, Ingen? ZRBX. Sag nochmal. ZRBX, Zabex ohne Vokale. Ja, okay. Okay, nice. Sydney und Edi sind da. Perfekt. Traum. Geil, let's go.